Stirb du unehrenhafte Wolf, nimm dies und das. Sag mal, du hohle Nuss, ich schau dir jetzt seit einer halben Stunde zu, wie du auf den armen Wölfen rumprügelst. Dir ist aber schon klar, dass du dir erstmal den Quest abholen und dann nur 8 von ihren Fellen sammeln musst, ja? Also, so ist das. Naja, muss einem ja auch mal gesagt werden, ne? Siehst du, jetzt sind die Wölfe sauer. 30 wütende, grün und blau geschlagene Wölfe kommen auf Horst und Miracoli zu. Man nennt mich nicht umsonst die Mauer, die mache ich platt. Entschuldige, dass ich dich nicht heile, aber ich bin ein Feral-Druide. Außerdem verschwende ich mein Mana nicht an so einer hohlen Nuss. Ihr kriegt mich niemals lebend. Keine Angst, tapferer Krieger. Atinoviel steht euch heilend zur Seite. Spürt die heilsame Hand von Elun. Was ist nun los? Ich fühle mich plötzlich so stark. Wir Priesterinnen haben die seltene Gabe, eure Lebenskraft zu erhöhen. Wobei das bei jeder Rasse andere Nebenwirkungen hat. Was? Wer spricht da? Was bedeutet Nebenwirkungen? Gott, und ich dachte, der war vorher schon hohl. Nun schwimmt er in Milch. Kann ihm bitte einer sagen, dass er ordentlich taunten soll und alle Gegner auf sich ziehen? Oh Mann, jetzt steht er dumm rum und kratzt sich am Kopf. Keine Panik, hier kommt Demolition Dimitri. Ich und mein Freund Raul werden euch retten. Seid verflucht, ihr Wölfe! Mit vereinten Kräften gelingt es schließlich Horst Miracoli, Atinoviel, Dimitri und Raul die Wölfe zu besiegen und einige Stufen an Erfahrung zu gewinnen. Na, das hätten wir dann wohl geschafft. Gute Arbeit, Männer. Und Frauen? Ja, von mir aus. Samson, Tiffy. Nachdem ich und mein Freund Raul der Magier... Kann der eigentlich auch sprechen? Natürlich kann er auch sprechen. Raul? Naja, er ist eher der schweigsame Magier. Den mag ich. Ich finde, obwohl Raul nichts sagt, wirkt er trotzdem intelligenter als gewisse anwesende Krieger. Böser Hexenmeister. Hohler Kessel. Ist zwar nicht gerade nett, aber er hat recht. Horst mag keine Hexenmeister und Gnome mag Horst auch nicht. Horst, ganz ruhig. Horst tötet bösen Hexenmeister Gnome. Ciao! Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott, er hat Dimitri getötet. Was wird in der nächsten Folge geschehen? Ist Dimitri wirklich tot? Ohne mich wird doch eh niemand die Sendung anhören, denn ich bringe Einschaltquoten. Wird die schöne Atinoviel ihn ins Leben zurückholen und eventuell in der nächsten Folge mehr Haut zeigen? Ich möchte bitte für die Zukunft eine Frau als Sprecherin haben. Wird Horst einen Buff bekommen, der seinen IQ erhöht? Wo ist mein Schnuffeltuch? Wird Raul endlich sprechen? Raul, dein Einsatz. Da kann man lange warten. Wird Miracoli für uns kochen? Wie witzig. Das alles erfahrt ihr in der nächsten Folge von Ellymania. Gumisie. Dzielne gumisie po lesie buszują. Tani i kabi wciąż tam ktoś chcą. Grafi mądrala znów nam się przechwala. Sami zajada, jagody to krok. Zobacz sam, jak gumisie skaczą tam i tam. Bo gumisie każdy dobrze zna. Gumisie to dzielne.